Es gibt sehr klare gesetzliche Regelungen und Kontrollinstanzen für die ÖH. Geldbeträge ab einer gewissen Höhe müssen von Gremien beschlossen werden, in denen auch die Opposition sitzt. Mandatarinnen haben Einsichtsrechte in die Finanzen. Außerdem gibt es eine eigens dafür eingerichtete Kontrollkommission unter Beteiligung des Ministeriums, das Verordnungen und Richtlinien zur Gebarung erlässt.